Hallo Leute, mein Name ist Patrick und ich bin der Gadget Hunter von Arktis.de. Ich bin neu bei Arktis und meine Aufgabe ist es, direkt aus dem Lager, wie ihr sehen könnt, die neuesten Gadgets einmal herauszukramen und euch mal genauer vorzustellen. Heute habe ich euch was ganz Tolles mitgebracht, gerade eingetroffen. Ich werde es euch einfach mal zeigen. Packen wir mal das Paket aus. So. Hoppala. Und zwar den Pinball fürs iPhone. Für jedes iPhone gedacht. iPhone 4, 3, 2, ganz egal welches. Genau, jetzt packen wir es einfach mal ein bisschen genauer aus. So, an beiden Seiten zugeklebt. Man kann schon kurz reinschauen, wie er so aussehen wird. Packen wir ihn aus. Erstmal losschneiden. Zack. Und holen wir das gute Stück mal raus. Die Pappe an die Seite. Weiter ist er eingepackt in einer Plastikschale. So. Und da ist er, der Pinball-Stand fürs iPhone. Er selber ist aus Plastik gefertigt, ist aber nicht so, dass er sich billig anfühlt. Er ist ein sehr hochwertiges Plastik. Hat unten auf der Rückseite zwei Beine, die man ausklappen kann, um den Pinball-Stand auf den Tisch zu stellen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier noch eine kleine Pappe drin, wo das iPhone reingeschoben wird. Hier oben wird das iPhone reingeschoben. Extra große Öffnung, sodass man auch noch Zugang, auch wenn das iPhone gerade in dem Pinball-Stand drin ist, dass man genau alle wichtigen Sachen benutzen kann, wie zum Beispiel den Standby-Knopf. Auf der anderen Seite haben wir eine Öffnung für lauter, leise und lautlos Tasten. Also alles benutzbar. Hier oben haben wir eine LED-Leiste, die zeigt euch an, wie viele Bälle ihr noch zur Verfügung habt, wie viel Leben ihr habt. Eine kleine LED-Blinkleuchte für den Jackpot. Des Weiteren haben wir hier unten zwei Knöpfe an der Seite, die die Flipper jeweils bedienen, rechts und links. Hier ein kleiner Knopf, der für Einstellungen dient. Und hier haben wir den Pinball-Release. Genau, schieben wir das iPhone einfach mal rein und probieren das Ganze aus. So, wie gesagt, das iPhone oben reinschieben. Bisschen drücken, bis es klack macht, dann ist er connected. Ihr braucht, um den Pinball benutzen zu können, eine App, die ihr kostenlos im App Store runterladen könnt. Die habe ich schon mal vorinstalliert, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Die nennt sich Pinball Magic. Wir starten sie einfach mal. Das Ganze sieht so aus. Schon mal ein Spiel angefangen. Ich stelle euch das mal hier hin. Gut, probieren wir das Spiel einfach mal aus. Wie gesagt, hier unten ist der Pinball Release. Man zieht ihn, das Spiel geht los. Über diese beiden Knöpfe steuert man jetzt die Flipper, um den Pinball davor zu schützen, dass er nicht verloren geht. Der Pinball-Stand hat hier unten zwei Boxauslässe, sag ich mal, die dafür da sind, dass der Ton, der vom Spiel ausgeht, nicht in dem Pinball-Stand verloren geht, sondern dass er auch nach außen übertragen wird, was hierbei ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Bin mal ein bisschen leise. Ja. Gut, da habe ich schon den ersten Mal verloren. So Leute, das war's auch schon für heute mit dem Pinball-Ständer fürs iPhone. Diesen könnt ihr bei arktis.de für 29,90 kaufen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Gadget-Hunter und mache mich jetzt auf den Weg ins Lager, um ein paar neue Gadgets für euch zu finden. Bis bald. Ciao.